Aua. Gut. Streuner unverletzt. Beherrschung. Geht nicht. Streuner unverletzt. Kampf. Infagnus. So viel wie geht. Und Feuer. Schwer verwundet. Du bist Gerhard. Gerhard ist Nahkämpfer. Du gehst nach vorne. Gehst mal nach da. Geht eins zur Seite. Feuer. Daneben. War klar. Du gehst mal nach da. Und klopfst mal an. Rasten. Arctus, du gehst mal nach da. Streune unverletzt, geht mal nach da und Feuer. Besser. Schuss ging daneben. Feuer. Dann werden wir den los. Wenn wir den. Tit kommt noch, das ist gut. Streune unverletzt, Beherrschung. Können wir gebrauchen. Können wir uns nicht umdrehen. Haha, da hat er nämlich seinen eigenen. Genau. Sehe ich natürlich nicht mehr. Keine Sichtlinie. Das ist blöd. Gehen wir dahin. Pausieren. Streuner unverletzt. Dahin. Feuer. Oh, wie ist das hier los? Dahin. Pausieren. Feuer. Feuer. Verwundet wenigstens. Oha, das ist doof. Wenn ich jetzt nicht aufpasse. Einer weniger. Du könntest übrigens mal wieder beherrschen. Beherrschung. Kann man gebrauchen. Und Drufter. Drufter. Ah, nee, nicht ganz. Jetzt. Ich glaube, wir müssen näher ran. Du ziehst dich mal wieder zurück und wartest. Treffer. Der ist immer noch unverletzt, das gibt's doch gar nicht. Feuer. Daneben. Pausieren. Hau mal zu vernünftig hier, Manometer. Ah, Treffer. Angekratzt nur. Pausieren. Steht kaum noch. Auch perfekt getroffen. Ja, endlich hat er mal getroffen, der Björn. Steht kaum noch. Feuer. Tödlich getroffen. Hau mal zu. Und bitte wieder einer weniger. Du haust da mal zu. Du versuchst die nochmal zu beherrschen. Fehlgeschlagen. Schade. Wir feuern trotzdem weiter hinten auf den. Hau mal zu. Angekratzt. Naja, gut. Treffe ich nicht, aber den könnte ich treffen. Bitte. Versuchen wir es nochmal bei Beherrschung. Fehlgeschlagen. Na, ganz klasse. Aha, getroffen. Leicht verwundet. Na, ganz klasse.
Feuer. Das ist doch schon besser. Oh, der geht laufen. Das ist schön. Dann können wir da hingehen. Dann interessiert mich das jetzt auch nicht mehr. Ja, einer weniger. Fehlgeschlagen. Dahin, Feuer. Daneben. Pausieren. Feuer. 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 Ah. Trifft nicht mal im Nahbereich, das ist doch zum Kotzen da. Du pausierst. Nur leicht verwundet. Soll ich vielleicht mal länger näher rangehen? Gehen wir mal näher ran. Ach, der haut auch ab. Dahin. Nee, pausieren. Geh mal dahin. Hau mal zu. Nee, das. Ein Schritt nach vorne, beziehungsweise zwei Schritte, Feuer. Bitte. Haut auch ab, alter Falter. Dann renn mal nach vorne. Renn auch mal nach vorne. Du siehst natürlich nichts mehr. Renn mal nach vorne. Du rennst hinterher. Einmal daneben. Ja. Renn mal dahin. Pause. Renn mal dahin. Sehe ich nichts mehr. Na gut. Halt. Feuer. Du rennst mal nach oben. Autsch. Vergiftet, das ist nicht gut. Pausieren. Immer Luft da. Nee, wollen wir auch nicht. Tödlich getroffen. Na bitte. So nach und nach rosten, rotten wir das Piratennest aus. Das kann man mitnehmen. Schlafgift, ist auch was Feines. Jo. Gut, das haben wir ausgelöscht, das Ding. Ich würde sagen, wir rasten mal kurz. Schlafe 19 Stunden. Bisschen mehr haben wir. Speichern. 11. Speichern. In Ordnung. So, das aus, das weg. In einer kleinen Hütte sitzt ein alter Mann an einem Schreibtisch. Und vergleicht gerade eine grobe Skizze mit einer Landkarte. Als ihr reinkommt, deckt ihr die Skizze mit einem Oberkörper ab und fragt ihr, was sucht ihr? Dein Geheimnis natürlich, raus damit. Ihr seid ganz schön großmäulig. Habt ihr überhaupt eine Bescheinigung eures Captains? Wenn nicht, solltet ihr hier verschwinden. Wir haben Bescheinigung nicht nötig. Habt gefälligst Ehrfurcht vor den Helden des Nordens, den Bezwingern des Kaiserdrachen und den Befreiern des Feldtales. Na egal. Hallo? Muss ich vergessen haben, Alter. Bürokratische Esel. A38. Ja, wir brauchen das Formular. Wir brauchen den Passierschein A38 aus Asterix. Gegen Caesar oder gegen Rom? Irgendwas war da, wo er die Dinger machen muss. Den Passierschein A38 aus dem Haus, das Verrückte macht. Raus damit. Bescheinigung. Brauchen wir eine? Können wir es nicht unter uns regeln? Hallo? Eine Schatzkarte. Können wir das nicht unternehmen? Beiseite. Bescheinigung. Wenn wir gar keine haben. Hallo? Hallo? Kann ich nicht mit ihm kämpfen? Schade. Gut, dann müssen wir mal suchen.
Das Kartenhaus, das haben wir noch nicht. Haben wir das Gebäude drum schon gemacht? Alter, bleib doch nicht hängen. Wieder rüber. Ladegebäude. Landratten hier gehängt. Gut. Da können wir nicht kämpfen. Keiner öffnet euch. Gut, das heißt, das haben wir schon fertig. Unten den Kartenfuzzi kriegen wir nicht. Höhleneingang, die Höhle ist verschlossen. Gut, da kommen wir nicht hier ran. Als ihr das Haus betretet, hört ihr laute Schritte, bla. Und ich sag euch, wir hätten ihn gleich aufknüpfen sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Ach, was. Ach, du warst doch, der ihn unbedingt als Steuermann an Bord haben wollte. Wer kann denn ahnen, dass seine Geschichten allesamt erfunden sind? Ihr seid doch beide dran schuld. Wer vertraut schon jemandem, der bei jedem Schritt klimpert wie ein reicher Pfeffersack? Die Gespräche verstummen abrupt, als euch die gestreitenden Kapitäne bemerken. Misstrauisch begutachten sie euch, während die Wachen im Hintergrund zu ihren Säbeln greifen. Wer seid ihr und was wollt ihr? Wir sind hier, um euch von eurem Besitz zu befreien. Und auf in den Kampf. Wollen wir schauen, ob wir es schaffen. 1, 2, 3. Es sind ein paar mehr. Ich mach mal was. Ich schalte auf Automatik. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Mal schauen. Wie kann man Telemé nur in den Nahkampf schicken? Wir haben gesiegt und haben trotzdem überlebt, das gibt's doch gar nicht. Ist doch geil. Wir haben einen Schuppenpanzer, den geben wir ihm mal. Wir haben Pfeiler in den Bolzen, geben wir ihm mal. Die Armbrust können sie behalten, obwohl können wir ihm auch erstmal geben. Das können sie behalten, das können sie behalten. Das nehmen wir mit. Bastardschwert, ne. Ein Spiegel. Starker Heiltrank, ja. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Verdammt. Egal, wir rasten jetzt erstmal und dann sehen wir weiter. So. Wegwerfen. Alle. Wegwerfen. Das ist die Vollmacht. 5 minus 2 minus 3. Das habe ich auf der Brust. 5 minus 1 minus 2. Ne, kann weg. Wir sollten mal ein bisschen was entzaubern, sehe ich gerade. Kletterhaken. Gut, was haben wir hier? Die können weg. Wegwerfen. Alle. Wegwerfen. Alle. Wegwerfen. Alle. Orknase, die gucken wir uns mal an. Das scheint verzaubert zu sein. Wegwerfen. Alle. Wegwerfen. Alle. Wegwerfen. Alle. Schauen wir uns auch an, den Zweihänder. 7 bis 12. 7 bis 12. Wegwerfen. Und auch so schwer beladen. Gibt's doch gar nicht. Wow, ein Pfeil hat er noch. Bolzen. Bolzen. Na gut, nur was kann ich die Bolzen nehmen. Achso. Wegwerfen. Alle. Die sowieso. Wegwerfen. Dann machen wir sie dahin. Machen wir dahin. Und machen wir dahin. So. Nochmal. Wegwerfen. Alle. Wegwerfen. Alle. Wegwerfen.
alle. Du wegwerfen. Achso. Wegwerfen. Alle. Und wegwerfen. Alle. Dann machen wir noch Verstauen. Ast rein. Heiltrank. Gehen wir da drüben hin. Du bist überladen. Das macht jetzt nichts. Das heißt, wir geben mir trotzdem erstmal die Heiltränke. Dann sollten wir jetzt etwas leichter geworden sein. Rasten erstmal 24 Stunden. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wir können das erst einmal speichern. So. Dann sollte sie mal zaubern. Wer sollte Magie anwenden? Hellsicht, Adlerauge, nein. Odem Arcanum. Ja, Odem Arcanum. Ganze Menge sogar. Magische Gegenstände entdeckt. Gut, das heißt, die Axt, die ihr dabei habt, ist nicht magisch. Ist eine Axt Einhand. 0 minus 3. 0 minus 1, aber 9 bis 14. Nehmen wir doch die da. Unzerbrechlich und unzerbrechlich. Sehr schön. Die ist übrigens magisch. Wegwerfen. Schon bist du wieder fit im Schritt. Na, wollte ich gerade sagen. Nein, ist aber nicht. Was haben wir hier? Nochmal zaubern. Nee. Die Taste. Magie anwenden. Hellsicht. Penetritze. Nein, zurück. Zaubern. R. Hellsicht. Analys. Analys. Geflügelte Sonnenauge, das Zeichen des Pyros. Nächster Götter 12. Amulett. Wir rasten nochmal. Schon wieder regnerisch zu werden. Zauber, bla. Hellsicht, Analyse. Analyse. Gut, wir sollten uns das dann irgendwo mal entzaubern lassen. So, so langsam sind unsere Helden wieder fit im Schritt. Noch nicht ganz, einmal noch. Er kommt irgendwie nicht hoch mit seiner Magie. Aber was soll's, wir speichern das Ganze jetzt erst einmal. Und dann geht's weiter. So. Wir haben den Captain's Table hier erlegt. Keiner öffnet euch. Keiner öffnet euch. Keiner öffnet euch. Wir haben hier schon ziemlich viel erledigt, sehe ich gerade. Lagerhalter, bla bla bla. Das ist eben nicht zu sehen, Faulpelz. Man schaut unglaublich an. Wir gehen ab in den Kampf.